Ein Mann, zwei Findlinge. Rainer Fest hat alle Hände voll zu tun. Einen der beiden Granitfelsen hat er bereits zum Kunstwerk umgearbeitet. In den kommenden 3 bis 4 Wochen soll der zweite folgen. Die beiden 5 und 6 Tonnen schweren Felsen, die früher mal ein zusammenhängender Findling waren, hat der Neumünsteraner Kunstfreund Egon Blitzer der Gemeinde Bissi geschenkt.